morgen am Sonntag, da wird der Majid hier einen Vortrag halten über diese schöne Anlage, die er hier aufgestellt hat, die Sphärenharmonieanlage. Und dazu wollten wir ihn jetzt erstmal ein bisschen befragen, wie genau die funktioniert und wie lange er sich schon mit den ganzen Themen beschäftigt. Grüß dich Majid, schön, dass du mit uns sprichst über deine Anlage. Ja. Wie genau funktioniert denn das Gerät, was wir hier sehen können? Das ist eine Sphärenharmonieanlage. Die Idee kam damals, weil ich die ersten Arbeiten als Regenmacher anfing, also nachher ein Absolvent, sagen wir, Wissen bekam ich von Bernd Senf hier und er hat diese ganze Thematik dann an der FHW. Und habe ich dann Zugang zu Wilhelm Reich bekommen. Und Wilhelm Reich war einer der Ersten, der diese Sachen einfach ins Leben gerufen hat. Und damals hat er dann gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, es ist Angst. Angst, genau. Wenn du liebst, du willst dich öffnen, die ganze Welt einfach umarmen. Wenn du Angst hast, du gehst in die weg und in die Vermeidung. Und ja, ja, Vermeidung und so. Und als ich das gesehen habe, später, am Anfang war ich bekannt als Wüstenbegrüner, als Regenmacher weltweit und so. Und das ist ein Nebeneffekt, weil ich komme aus Algerien und Algerien damals war Terrorismus sehr, sehr groß. Und du kommst nicht einfach von A nach B mit Sicherheit zu fahren, dass du da ankommst, heil und so, ja. 18 Uhr höchstens war Ausnahmezustand, Ausgangssperre, du kommst nicht raus. Und ich hatte das Projekt in der Wüste angefangen, Regen machen, 2003 bis heute. Und damals konnte ich nicht mehr als 16 Uhr mich da aufhalten. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich Regen gemacht, es kommt alles, aber wie kann man das nochmal optimieren? Dann habe ich den Dr. Harnisch einfach mich damit beschäftigt, seine Forschungen, und er hat über die fünfte Herzkammer gesprochen. Und die fünfte Herzkammer meiden alle Chirurgen. Die haben Angst davor und die halten das geheim. Das ist der Sinusknoten. Und dann habe ich dann die Bilder gesehen, die er da im Mikroskop gemacht hat und so. Da war ein Dodekaeder, diese Form hier im Herzen. Das ist ja eine 4 mm luftdicht geschlossene Kammer, wo da drin so ein Mensch wie Leonardo da Vinci in seinem Kreis da so leuchtet und da herrschen auch 100 Grad. Und das ist eine Liebesenergie. Und ich dachte, wenn ich das schaffe und die Schumanns-Frequenz, dann habe ich das geschafft, diese fünfte Herzkammer zu schaffen und die steht hier. Ja, aber die Leute, wenn du sagst, das ist die fünfte Herzkammer, die verstehen das nicht. Deshalb habe ich das Wort Sphärenharmonie einfach, weil es bringt dich in Harmonie. Ja, du wirst dann wie ein Kopfsalat. Du wirst wie ein Kopfsalat dein Herz im Kopf tragen. Mhm. Verstehst du? Du bist nicht mehr in der dualen Welt, weil Liebe, die bringt dich zusammen. Verstehst du? Deshalb, das ist für mich die größte Energie, was es gibt überhaupt. Es harmonisiert nicht nur Menschen, es harmonisiert auch Pflanzen, Tiere, Geister, Wesen kommen hier und man spürt das einfach. Gestern, als wir das aufgestellt haben, hat es gehagelt, hat es geregnet, weil es war so viel Spannung negativ in der Luft durch Chemtrails, durch was weiß ich hier, Harp einfach, Radiations und alles. Und die Menschen waren alle so in eine Wallung und das hat dann das deblockiert, weil die Arbeiten, die Wilhelm Reich gemacht hat damals, die waren nicht salonfähig. Man hat immer negativ über Wilhelm Reich gesprochen. Man hat gesagt, er hat Orgasmen, der hat Orgonkisten, der hat, der Himmel kriegt einen Orgasmus. Stimmt alles nicht. Und das erste Mal, wo ich mit meinem Sohn dann steht hier in China war, weil er ist Shaolin-Meister, spricht Chinesisch, haben einen Riesenvortrag bei der größten Desert Greening Institut in Peking einfach gehalten. Und da kam mir die Idee, das salonfähig zu machen. Dann habe ich das umgewandelt in Feng Shui des Himmels. Ja. Und damit
eine Liebesgeschichte zwischen Himmel und Erde. Man sagt, wenn das stimmt, die Relation, dann kann der Himmel die Erde wieder küssen. Es geht wiederum um diese Liebesenergie. Und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen mit Bernd Senf. Wir haben das umbenannt statt Cloudbuster von Wilhelm Reich. Wolkenzerstörer klingt ein bisschen. Mhm. Habe ich daraus Himmelsakupunktur gemacht. Das ist wirklich eine Akupunkturgeschichte. Du hast Meridiane hier, die Haut ist der Himmel, blau, ja. Und du weißt, wo du einfach tonisierst, rechtsdrehend oder sedierend, linksdrehend. Wenn du die Energie mehr geben kannst oder zurücknehmen kannst, dann hast du einen Zugang da zu verändern, um das wieder zum Fließen zu bringen. Wilhelm Reich hat da gesagt, zu dieser schlechten Energie, Deadly Orgon, oder Orgon zu dieser blauen Energie, was einfach im Himmel ist. Und die Chinesen konnte ich vermitteln, weil bei denen in Feng Shui, ja, und in Akupunktur, es gab Cha. Cha ist da. Es stagniert die Energie. Und okay. Qi, da konnte ich, das ist ja meine, wie sagt man, dass ich das wieder einfach so klären konnte. Also eine Aufstauung oder eine Vernebelung von Energien, der gerade Fluss wird dann wieder gewährleistet. Ja. Und dann später habe ich das mit Implosionstechnik, mit Schauberger, mit Tesla. Und so stehen jetzt diese wunderschönen Geräte hier und wir können dann die Natur behandeln, ohne jetzt wie in Dubai letztens mit Silberjodid, Flugzeuge, Katastrophen und sowas. Hier gehen wir behutsam, vorsichtig, wir helfen die Natur sich selbst zu regenerieren sozusagen, wie Bernsen immer toll sagt, die Lösung der Lösung ist die Lösung. Also gestern die Lösung, das Unwetter, was uns hier ereignet hat, das war ja tatsächlich schon wirklich Tischtennis, große Hagelkörner, die hier runterkamen und ein ziemlich großer Sturm. Ja. Hat das denn wirklich damit zu tun, dass du jetzt auch an dieser Stelle, diese spezielle Stelle hier ausgewählt hast und dass dann hier eine Art Heilungskrise des Wetters stattgefunden hat? Du kennst das an jeder Stelle. Und auch wenn die Stelle am schlechtesten ist, ist die geeignet, weil da bringt sie Harmonie. Mhm. Gestern kam jemand, der hier auch einen Vortrag gehalten hat und macht mit 5G und so. Mhm. Dann kam er zu mir und sagt, diese Stelle ist schlecht, habe ich gemessen und so. Umso schlechter, umso besser für mich. Dahin ist geeignet. Habe ich gesagt, jemand, der geheilt ist, braucht keine Heilung. Verstehe ich, gehe zum Krankenort und versuche da was zu machen. Ja. Na klar, das macht dann mehr Sinn, in dem, das aufzulösen, Sinn. Diese Verwirbelung wieder in einen geraden Fluss zu kriegen. Genau, ja. Ja. Und kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie die in etwa funktioniert? Also wir hatten jetzt schon hier, ist ja einer der platonischen Körper auch, die Herzkammer, wie du es nennst. Das ist jetzt hier auch in der Herzkammer. Das ist ja für das Universum nach Platon einfach. Es gibt ja ein richtiges Wissen über diese zum Beispiel Dodekaeder, Isokaeder, Würfel, Pyramide. Jeder hat eine Energieform einfach. Ja, das ist die Verbindung einfach zum Äther, zum Universum. Das ist hier Schauberger-Effekt. Moment. Mal rüber. Kannst du die Kamera zeigen? Ja, ich kann auch so. Oder so? Ja. Kannst du auch reinkommen? Na klar. Hier haben wir eine Spirale, das ist Tesla. Das ein bisschen so da rumstellen, dann können wir das besser. Ja. Das ist die Primärspule und das ist die Sekundärspule hier. Und wie funktioniert das Herz? Herz ist ja kein Pumpe, das ist auch Implosionstechnik. Mhm. Implosionstechnik ist das Gegenteil von Explosionstechnik. Das Herr Schauberger hat gesagt, wir bewegen falsch. Warum? Alles, was wir machen, kommt aus der teuflischen Energie. Sogar unsere Musik haben wir von 432 auf 444. Wenn du im Motor gehst, die Kristallisation, du merkst schon die Effekte oder die Symmetrik einfach. Ja. Implosionstechnik ist, wenn du ein Rad nimmst, und du hast im Zentrum, wenn du das drehst, null in der Null Geschwindigkeit. Im Auge eines Hurrikans. Wenn du nach außen gehst, ist größer, deshalb hast du die Fliehkraft. Deshalb Explosionstechnik. Es fliegt dir um die Ohren, wenn du da nichts mit Dinge da am Zentrum hältst. Ja? Mhm.
Das heißt, oben hast du große Geschwindigkeit und unten beim Rad hast du Null. Hier ist Implosionstechnik. Das ist hier, fließt langsam und in der Mitte wird es sehr schnell. Das ist in der Badwanne. Wenn du jetzt Stöpsel rausnimmst, hast du langsame Bewegung außen und innen hast du dann umso schneller da, wo das Wasser ist. Das ist Implosionstechnik und so funktioniert auch das Herz. Herz ist keine Pumpe. Und hier, das ist die Abbildung von der fünften Herzkammer, haben wir das hier. Und dann haben wir hier, weil wir elektrische Menschen sind, wir sind piezoelektrisch drin. Genau, das ist ja auch das Herz, das diesen... Voilà. Und wir haben noch eine Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse ist wie ein Pinie sozusagen. Das ist ein Kristall. Jeder Computer hat das. Aber Kristalle müssen mit Piezostrom einfach. Du hast zum Beispiel ein Feuerzeug, habe ich nicht hier. Er hat auch ein Kristall das drin. Das wollte ich gerade anbringen, den Vergleich. Ja, wollte ich gerade sagen. Und das habe ich dann umgesetzt. Ich habe jetzt implosiv das Wasser, wenn es dreht, ist Dipol, das heißt magnetisch, produziert in der Spirale ein Piezostrom, das immer intensiver wird und das Rientra ist hier, die Zirbeldrüse sozusagen, hier in der Mitte. Ja. Das erinnert mich jetzt von Bewegungsstruktur auch her an den Aufbau einer Spiralgalaxie. Die bewegt sich ja auch ähnlich. Spiralgalaxie ist genauso. Dein Haaren da oben, wie die wachsen, da ist einfach in Verbindung mit goldenen Schnitt auch die Fabionacci. Und die beiden zusammen geben auch diese Struktur. Und so ist das Universum auch aufgebaut. Mhm. Ja. Und dann diesen natürlichen Energiefluss hier wieder zu integrieren, diese Störfelder auch. Voilà. Und jetzt hier in der Mitte nach Dr. Polak, er schreibt ja jetzt in seinem Buch über mich, über die Anlage. Hier drin ist der vierte Aggregatzustand des Wassers. Und da geschieht die Alchemie, dass es auch Chemtrails und alles transformiert. Das heißt, ich nehme nicht die Chemtrails und tue die beiseite oder so. Die werden destrukturiert im subatomaren Bereich und die gehen andere Verbindungen. Verstehst du? Mhm. Wilhelm Reich damals hat Wolken zum Beispiel in Wüsten, wo radioaktive Versuche waren, das habe ich auch in der Mongolei erlebt, kommt die Wolke in einem sauren Milieu, dann zerbröselt sie. Also H2O, die H und O gehen auseinander. Mhm. Und in einem sauren Milieu entsteht ein O3, Ozon. Verstehst du? Und wenn ich dann diese Deadly Organ einfach wieder abziehe, diese O3s gehen wiederum auseinander, weil ich basifiziere diese Umgebung, ich mache sie basisch. Und in einem basischen Milieu entsteht kein Krebs oder keine Krankheit, dann werden aus O3 wieder freie O's, die in Verbindung mit diesen H gehen und dann siehst du in der Wüste aus dem Nichts Wolken entstehen in einem blauen Himmel. Ja? Und dann regnet es, wenn du das weitermachst. Das ist ja das ganze Prinzip, verstehst du? Mehr nicht. Es ist simpel, aber es ist einfach, aber nicht simpel. Ja, die grundlegenden Funktionen des Universums, wie halt alles funktioniert und das wieder in den richtigen Rhythmus oder in die richtige Drehung zu bringen, besser gesagt. Ja. Basti, komm doch mal rüber mit der Kamera, da kannst du mal von oben hier reinschauen auch, in die Spiralbewegung. Ich sagte gerade schon, Majid sagte gerade schon, das ist ja andersherum, als wenn das Wasser jetzt abfließt in den Abfluss, sondern genau dieses Gegenteil, außen diese schnellere Bewegung und innen das langsamere, also eher der Galaxie ähnlich. Ich kann dich fragen, warum ich mache diese einfache Drehung hier rechts, hier diese links, die Spirale. Du kannst einfach die Natur sehen. Warum haben Schnecken auch? Die haben genau dieselbe Sache einfach, ja, um zurechtzukommen einfach in diese Welt, in diese Äther, weil Äther ist ja überall, ja. Einstein hat es verleugnet damals und hat gesagt, ich bereue das und damals war es klar, dass Äther, Energie oder Chi oder Prana, wie man die nennt, war allen bekannt, ja. Magnetismus ist auch nichts anderes als diese Bewegung dieser Kräfte einfach, ja, und man hat mit Magnetismus die Hände auflegen. Heute ist das bekannt als Qigong oder als Qi. Es gibt da verschiedene Gruppierungen und so. Man kann das lernen einfach. Es gibt verschiedene Grade.
es ist alles da, aber man muss sich dafür öffnen, ja. Ja. Man kann unheimlich viel erzählen darüber, also in kurzer Zeit kann man das nicht alles angehen. Man sollte das selber mal erleben und einfach mal auch selber reinfühlen, was das mit einem machen kann, wenn solche Anlagen im Umfeld sind. Weil du sagtest ja, es wird nicht nur das Wetter, es wird alle biologischen Organismen kommen wieder in den natürlichen Fluss. Genau, Und es wird wieder eine Harmonisierung der Umgebung bereitgestellt. Ja, man geht von der Angst in die Liebe einfach. Mhm. Ja, man spürt das, wenn du einmal verliebt bist. Von der Vermeidung in die Schöpfung. Und du hast die Schmetterlinge im Bauch, dann sagst du, schön, dass ich hier auf dieser Welt bin und sowas. Mhm. Dann bist du wie der Tropfen Wasser ins Meer fällt. Du bist überall willkommen, verstehst du? Und jetzt bist du als Individuum in der Dualität und in Angst und so und kompensierst, was weiß ich, das mit Drogen, mit Sex, mit Essen, mit Telefonate. Das ist ja verrückt, das ist ja die Höhle. Die Flucht in der Suche nach einem Selbst eigentlich. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und das ist wichtig zu wissen, warum hier ist, warum man hier ist. Wir sind alle Genies einfach. Bevor du zur Welt kamst, wie bist du entstanden? Dein Vater und deine Mutter, die haben Liebe gemacht. Da sind fast 4 Milliarden Spermien einfach ausgeschüttet worden. Der Beste, der Schnellste, der Genialste, der Klugste, der Kasanovste, diese Wettrennen da, werden gewinnen, um an die Gebärmutter zu kommen, verstehst du? Und wenn 2 da kommen gleichzeitig, dann einer muss besser noch sein als der andere, damit sie sich öffnet und der kommt rein. Und dann kommst du zur Welt. Du kommst als Genie, deshalb bist du da. Und durch die Schule, durch unsere Kultur, alles wirst du zum Idiot gemacht, verstehst du? Das heißt, du musst dieses Verständnis nie verlieren, dass du göttlich bist, dass du der Beste bist von Anfang an, verstehst du? Ja. Dann klappt es auch. Ja. Dann läuft die Sache. Ja. Ja, vielen Dank für diese eindrückliche Vorstellung von diesem Gerät und auch von den energetischen Flüssen drumherum. Ja. Wir freuen uns morgen mega auf den Vortrag. Ja, vielleicht können wir da nochmal quatschen. Aber ich denke, dort wird dann auch doch einiges Wichtiges bestimmt erzählt werden. Okay. Ja, war meiner Ehre und danke, dich kennengelernt zu haben. Auch, Okay. Ciao.